Ja, was imitiere ich? Was imitiere ich? Naja, manchmal imitiere ich Thorsten Sträter. Ja, mir fällt dazu nichts ein, weil Thorsten Sträter ist so wortgewandt, da kannst du nicht das, was erreichen. Da kannst du machen, was du willst. Es funktioniert nicht. Und das ist gut so. Ja, oder Arno Dübel, ja. Ich mach mir doch nicht den Rücken kaputt. Nö, bin doch nicht bekloppt. Ich geh mit meinem Hund Gassi und dann ist der Alltag ausgefüllt. Ja. Also, wenn Sie mich also fragen, wir haben natürlich auch eine Pandemie in Deutschland, die wir nicht, nicht kleinreden können. Und ich finde es wichtig, dass wir in Deutschland genug FFP2-Masken zur Verfügung stellen. Und richtet ihr nach Fisch oder bin ich da? Ja, ich sage mal, ich finde es gut, dass der Nagelsmann Trainer ist jetzt bei der Nationalmannschaft. Es ist wichtig, dass man, sage ich mal, auch hinsichtlich der Europameisterschaft, dass man da, sage ich mal, irgendwo auch konkurrenzfähig sind. Also ich weiß nicht, ich habe Vince Kühni habe ich gesprochen. Und man muss sagen, wir haben ein Pokalspiel gegen Paderborn. Die waren bärenstark. Wir haben versucht, alles dagegen zu stemmen, aber die Kräfte haben uns gefehlt. Und so verlierst du halt, fliegst raus aus dem Pokal. Ich war jahrelang Manager bei Leverkusen und dieses Jahr sind sie fällig. Da wird Bayern München wird nicht deutscher Meister werden, das wird Leverkusen. Die werden die Bundesliga rocken, da können euch alle hinters Öhrchen schreiben oder sonst wohin. Ich mach mir jetzt den Kühlschrank auf, weil ich hab eine Diät gehabt, aber ich krieg schon wieder Kohldampf. Ich hol mir jetzt einen Wurstsalat. Fertig. Ja, also ich muss sagen, ja, klar, Tuchel, ja, Hönes, ja, klar, haben uns rausgeschmissen, ja. Aber ja, ich bin jetzt im Callcenter und ja, ich mach jetzt Anrufe, ja, und verticke, keine Ahnung, ja, Vodafone-Karten oder sowas, ja, ich weiß es nicht. Ach, der Hönes, hört mir doch auf mit dem Uli, ja, der hat mich rausgeschmissen, wie eine Sau. Wir brauchen Eier, Eier brauchen wir. Tja, Herr Delling, dass Sie das nicht wissen, das ist mir klar, ja, also was die deutsche Nationalmannschaft hier abgezogen hat oder was sie da gespielt haben, das war ja völlig verrückt, das war ja völlig vogelwild, ja, das muss man ja mal wirklich so sagen, aber... Gut, dass Sie offensichtlich mit so einem Fußball, ja, zufrieden sind, das steht außer Frage, nicht wahr? 100% Erik Meier. Und was ist da wieder für eine geile Bundesliga-Show? Ja, morgen haben wir Bayern München gegen Borussia Dortmund. Und wir können alle sagen, Dortmund wird wieder 5-0 auf die Fresse kriegen. Wow. Ja, und noch viele weitere. Wer will, kann ja mal auf meiner Homepage vorbeischauen, matthias-hoff.de. Ich bin professioneller Sprecher und auch Stimmenimitator und biete da meine Dienste an. Ich imitiere auch ein paar Synchronsprecher. Ich bin ja selber einer, aber das mache ich hier nur auf TikTok aus Spaß. Also damit verdiene ich kein Geld. Wie zum Beispiel, Yippie, ihr Schweinebacken. Heute gibt es 20%. 20% auf Tiernahrung. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Oder Paul Walker. Ihr kennt mich wahrscheinlich aus Filmen Fast and the Furious. Oder als Johnny Depp. Ja, oder Homer Simpson. Wenn ich diesen dämlichen Bart in die Finger kriege, dann kann er was erleben. Ja, das kann er. Wo ist er eigentlich? Bart? Bart? Nein! Hey, Homer. Barney ist hier. Willst du nicht zu mir kommen, was trinken? Oder... Mein Schatz, diese garstigen, dreckigen Hobbitze. Sie haben ihn uns gestohlen. Nein, der ist mein Freund. Nein. Ja, noch viele weitere. Ja, und wenn's dir gefallen hat, lass doch ein Like da und ein Abo. Würde mich freuen. Bis dann. Ciao, Kakao.